Pferd ist. Pferd will mich verarschen. Na gut, dann reite ich halt ohne Pferd. Tja, für Gaul hast du es aber zu schreiben, wenn du hier den Weg nicht hochkommst. Dann bist du leider unnütz für mich. Zack. So, wir müssen irgendwo da oben hin. Da sollen wir hin und 90 sind. Ne, müssen wir mit dem nehmen. Okay. Komm, Platz. Beweg dich. Wieso kann ich das jetzt nicht tun? Wir sind doch letztes Mal auch hier lang geritten mit dem Eiltempo. Ja, geht doch. Jetzt stelle ich eine Zahnpferd. Irgendwie. Alles klar. Ich hinterfrag das jetzt einfach nicht. Oh, hier ist doch direkt schon Vieh. Okay. Ich dachte gerade, der schwere Monster. So, Briefe. Ihr dürft Briefe lesen. Und noch ein. Schöner Auftraggeber. Du hast mich fast zu Tode erschreckt, Fremder. Wie nennt man dich? Und was führst du im Wappen? Geralt. Kein Wappen. Kein Leitspruch. Nicht mal ein Helmbusch. Ich bin ein Hexer. François Le Joff nehme ich an. Deine Verlobte schickt. Du bist schon eine Weile unterwegs und sie macht sich Sorgen. Ich, für wahr, der Grottore ist die grässlichste der Bestien. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. Mit Zaufen. Indem du vor der Höhle schläfst? 2 Wochen lang? Ich war vielleicht etwas zu ausführlich, aber nun wird nicht mehr gezaudert. Ich gab mein Wort. Die Bestie ist so gut wie tot. Du brauchst nicht zufällig Hilfe, nein? Ich weiß nicht. Schließlich schwor ich einen heiligen Eid, das Haupt der Bestie... deiner Liebsten zu Füßen zu legen. Die Klausel, selbst getötet, taucht darin nicht wörtlich auf. Da hast du eigentlich recht. So lass uns Seite an Seite gegen den Unhold ziehen. Für die Ehre. Okay. Muss ich den auch noch beschützen. Oh mein Gott. Doch ich will ihm das Haupt abschlagen. Noch doch. Seltsam. Keine Spur vom Kornrund. Fast wie im Wintergarten. Knochen. Kleiner Schäden. Fontanelle ist noch nicht ganz zu. Etwa einjähriges Kind, schätze ich. Krimskrams, Werkzeug. Das muss Grottore seinen Opfern abgenommen haben. Eine Wiege voller Kinderschuhe. So eine groteske Sammlung habe ich noch nie gesehen, glaube ich.
Das hatten wir schon. Gehen wir mal hier weiter. Etwas auf der anderen Seite. Ich komme auch durch. Da helfen weder Schwerter noch Zeichen. Jetzt ist alles klar. Es muss ein Waldteufel sein. Anscheinend ist er gerade auf Jagd. Ich muss ihn ändern. Euer Wille geschehen. Okay, dann gucken wir mal Bestrarium. Ein Waldgeist. Nee. Okay. Die Fehlgeburt, ach ja. Die Kröte. Okay. Das ist alles, was es für Viecher gibt, ey. Okay, das ist ganz schick gemacht. Ach ja, die Buchse. Detlef an der Erret, okay. Papieröl gegen den. Ja, die auch speziell, die Alpe. So, ja, ne? Da, Grotto. So sieht er also aus. Dimitriumbomben, okay. Und die Ignia, okay. Dann werden wir die anwenden. Bomben. Wo haben wir denn die Bomben da? Keine verbesserten über so? Scheinbar nicht. Schade. Muss ich mal schauen. Was ich die machen kann als Chemie vielleicht? Färbemittel, Öle. Keine Bomben. So. Das sollte es reichen. Oh, da haben wir ihn. Als ob der solche Viecher... Ah, er kann solche Viecher... Fuck. Mann. Dann habe ich gespeichert das letzte Mal. Ich hoffe, es war nicht allzu lange her. Okay, hat automatisch gespeichert. Schön. Mann! Scheiße!
Diese scheiß Spore. Die fuckt so ab. Aber irgendwie kriegt der Typ keinen Schaden, das ist nicht gut. Weil ich muss es so auf den achten, dass er überlebt. Ja, komm. Schon mal down. Aber Leute, doch Schaden bekommen. Gut, haben wir ihn? Ja, das immer noch. Jetzt haben wir ihn. Oh, lass mich leben, lass mich leben, lass mich leben, lass mich leben. Das war mehr als nur knapp. Nein! Mann, diese Scheißsprache! Hoffentlich hat er es gespeichert. Dann kann ich ihn halt nur nicht looten. Mann. Ne, natürlich nicht. Nein! Fick dich! Mann! Wir hatten ihn schon wieder down. Diese Scheißspore. Diese fucking Scheißspore. Ja, komm, erscheine. Ups. Wo ist er denn? Aua. So, alles erledigt. Ist der denn gestorben oder was? Ja. Holen wir uns seinen Kopf. Mein Atoy, war das ein zähes Vieh? Die Sprosse vor allen Dingen. Ich bin dankbar, Hexer.
Du hast mir sehr geholfen. Wozu diese Herausforderung? Eine Nummer kleiner ging es wohl nicht? Ein Murmelmensch hätte es doch auch getan. Warum? Also, die Grässlichkeit des Monsters muss schließlich der Tiefe meiner Liebe entsprechen. Du errötest, Herr Ritter. Es ist meine Verlobte. Sie hat es so eilig mit der Hochzeit. Wir kennen uns doch erst 2 Jahre. Also schwor ich, den Grottore zu töten. Das sollte mir Zeit verschaffen. So eine Bestie, das kann Monate dauern. Mhm. Vor allem bei dem Tempo, das du vorgelegt hast. Ich will noch gar nicht weg. Es wird Zeit, dass du nach Beauclair zurückkehrst, tapferer Ritter. Nein, nein. Das Haupt dieser Bestie ist so winzig und unzureichend, als Ausdruck der Liebe, die ich für meine Verlobte fühle. Natürlich. Die Welt wartet. Zu ihren Ehren werde ich eine noch viel schrecklichere Bestie erlegen. Na komm. Ein Rat. Nimm den verdammten Kopf und hör auf mit dem Mist. Du verstehst nicht. Wenn ich zurückkehre, habe ich keine Entschuldigung mehr. Sie wird mich vor den nächstbesten Schrei zerren. Halt die Klappe und hör zu. Wappen, Schrottrüstungen und schwärmerische Verlobte, das hat alles nichts mit Monsterjagd zu tun. Die ist verdammt harte Arbeit, gefährlich und undankbar obendrein. Dafür bist du nicht geschaffen. Du willst deine Tapferkeit beweisen? Geh zu deiner Verlobten und sei ehrlich. Sag ihr, dass du noch nicht bereit für eine Hochzeit bist. Du nimmst kein Blatt vor dem Mund, Meister. In Toussaint wird schon für kleinere Schmähungen Satisfaktion verlangt. Doch kann ich nicht leugnen, dass in deinen Worten Wahrheit liegt. Ich habe nur um ein Haar überlebt und es ist Zeit. Ich sollte nach Hause zurückkehren. Na, geht doch. Hat zwar den Kopf der Bestie nicht bekommen. Aber naja. Ist ja nicht das Wichtigste. Ah, okay, ein schönes Schwert hier. Ein bisschen Gold. Noch mal ein bisschen was hier. Wirklich Stolle ist hier nichts. Müssen wir ja mal dabei sagen. Schade eigentlich. So, hier kommen wir raus. Jetzt können wir mal eben schnell rasten. Wieder fit sind, dann jetzt hier ein Shirt bekommen. Oh. Das scheint ein schönes Schwert zu sein. Muss man ja mal sagen. So, wir haben eine weitere Quest abgeschlossen. So, gehen wir jetzt mal eben hier hin. Achso, wir müssen noch zu der Geliebten zurück, okay. Plätze. Müssen weit reiten. Ups. So, ich würde eigentlich nur wissen, was das für ein Fieder ist. Und natürlich ein Wildschwein. Und noch mehr Wildschweine. So. Okay, dann reiten wir jetzt mal, würde ich sagen, hier hin. Können wir das doch reisen eben. Du.
Lauf, Plätze! Ja, 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 er hat ja schon hier hoch. Muss halt hier lang reiten. Ja, ja, jetzt darf ich nicht mehr reiten, ich weiß. Dürfen wenigstens traben. Nicht stehen bleiben, Mann! Bin ich nicht heuchst du nicht, Hexer! Lang lebe Herzogin Anna Henrietta! Ja, bin ich auch der Meinung. So, wir gehen hier hin. Vielleicht kriegen wir den Kopf der Bestie ja doch noch. Da ist sie ja. Oh, sie weint. Frohe Kunde, Madmor. Oh, in der Tat. François ist zurück. In einer Woche heiraten wir. Morgen findet die Ehelehre im Tempel statt. Übermorgen ist Anprobe des Hochzeitskleids. Dann besichtigen wir den Ort der Hochzeitsfeier. Ich war noch nie so glücklich. Meine Gratulation. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Und auch dir alles Gute auf deinen Wegen. Hier, dein Meister. Und leb wohl. Schade. Also es war um die Quest Füße kalt wie Eis hieß. Er hat halt kalte Füße bekommen gehabt. Und nicht vor dem Biest, sondern vor der Hochzeit. Ha. Ach gut. So. Da haben wir auch noch, haben so viel noch zu tun. Die Grind-Sachen lassen wir, wie gesagt, offen. Dann gucken wir uns mal das Weingut an. Also da oben, okay. Und die fährt. Mach den Gürtel locker. Du bist in Tour. Weiter so, Plätze. Haben sie den Sprung nicht auch schon mal gemacht, als wo wir jetzt Skelly waren? Ich darf ja nicht. Mächtig hochnäsiger Nord. Beweg dich. Ob ich hier einfach nicht reiten darf, Mann. Nicht stehen bleiben. Tue ich ja gar nicht. Was wir jetzt hier vorfahren mit meinem Pferd? Hallo da drüben! Komm doch mal her! Ne, ich bin doch schon da. Ja, was gibt's denn? Wozu ruft man wohl einen Hexer, hm? Um den neuesten Hoftratsch zu erfahren? Ich habe ein Monsterproblem. Ah, du hast den Auftrag ausgehängt? Dann spuck's aus, was ist Sache? Na. Zunächst, werter Hexer, gilt es die Grundregeln zu etablieren. Angesichts der stattlichen Diskrepanz unseres jeweiligen sozialen Status muss ich dich ob deines vertraulichen Tonfalls tadeln. Ich erwarte Hochachtung. Ich erwarte, dass du mich mit Herr ansprichst. Oder noch besser als Monsieur de Bourbeau. Nö, ich kann einfach gehen. Hör mal, Kumpel, die Diskrepanz zwischen uns ist riesig. Aber da spielt der Status keine Rolle. Sondern die Tatsache, dass ich zwei Schwerter auf dem Rücken trage und du keins. Also rede ich dich an, wie ich will. Wenn dir das nicht passt, dann löst dein Monsterproblem selbst. Finde ich genauso. Solch Impertinenz. Ich werde bei deiner Gilde Beschwerde einlegen. Mhm. Schick sie an den Kundendienst in Kaer Morhen, Kedwin. Und jetzt rede, bevor ich es mir überlege und verschwinde. Ah, Nordlinge und Manieren. Nun gut, bringen wir es hinter uns. Irgendetwas hat mein Weingut befallen. Klarer Fall für mein Irgendetwas-Öl. Bitte, wie meinen? Ich brauche mehr Informationen. Wo wurde dieses Irgendetwas gesehen? Gibt es Zeugen, Leichen zu untersuchen? Da liegt der Hase im Pfeffer. Niemand hat die Bestie gesehen. Wir hören nur so ein seltsames Kratzen und Kreischen. Es gibt auch keine Leichen. Die Leute verschwinden einfach spurlos. Wer ist denn verschwunden, wenn ich fragen darf? Zuletzt irgendein Knecht, glaube ich.
Und erinnerst du dich trotz der stattlichen Diskrepanz eures jeweiligen sozialen Status vielleicht an seinen Namen? Nein, da musst du meine Frau fragen. Oh Mann. Die ist mit den Hausgehilfen besser bekannt. Leider ist sie gerade auf Besuch bei ihrer Mutter, aber sie müsste bald zurückkehren. Diese Geräusche, wo kommen die her? Tja, von überall her. Aber im Weinkeller hört man sie am deutlichsten. Dann dürfte das Monster unterirdisch hausen. Wann ist es am lautesten? Nachts, wie vor Jahren, als die Häuser bebten. Darum wollte sich auch ein Experte kümmern, aber der verschwand auf Nimmerwiedersehen. Tja, das reicht ja dann wohl mit den Fragen. Nun sag mir, ob du den Auftrag annimmst oder nicht. Erstmal falschen wir ordentlich. Kommt drauf an. Von welcher Belohnung reden wir? Das muss ich wohl als Verlust verbuchen. Na schön. Muss schon mehr Fette nehmen können? Na schön, ich übernehme. Muss mich erstmal hier umsehen. Und dann mit Madame de Bourbeau sprechen. Wunderbar. Ich werde dich umgehend über ihre Rückkehr unterrichten. Hier ist unterdessen der Kellerschlüssel. Doch bitte, was immer du tust, bleib von den Weinfässern weg. Ja, Tufo-Keller, okay. Müssen wir trotzdem schon mal ein bisschen gucken, würde ich sagen. Es ist so leise. Das Monster ist drin. Ich muss warten, bis es dunkel ist. Ich glaube, deine Bestandsaufnahme werden wir ein bisschen verringern. Zusammenfassung: Letzte Woche war ich gezogen, drei Arbeiter. Okay. Hier scheint er noch zu sein, ne? Okay, gut, dann hatten wir mal auf den Einbruch der Nacht. So, oder muss es Mitternacht sein? Ich weiß es nicht. Okay, es muss also Mitternacht sein. Dann wollen wir uns mal umsehen. Schön, dass du das sagst. Die entführen keine Knechte. Vielleicht doch. Was zum... Okay. Kaputte Teller. Und die sind die vom Regal geflogen. Oder sie wurden runter. Ein Tunnel? Schön für Erz sammeln. Etwas mehr Licht wäre nützlich. Okay. Kiki. Ich ihre Zange genommen haben. So. Und an den Viechern lag es wahrscheinlich nicht. Weiter, oder? Nee, auch nicht. Komisch. Ich kann nicht angreifen.
Dieser Tunnel zieht sich ja endlos. Nervige kleine Viecher sind das.